Ja. Wunderschönen guten Tag. Der Ben Hockele hätte ich gerne gesprochen. Ja. Wen hätten Sie gerne gesprochen? Herr Ben Hockele. Ach ja, hm, ja, ist dran. Hallo? Herr Hockele? Ja. Sagen Sie mich, Herr Hockele, wann sind Sie geboren? Danke. Ich benutze noch Ihre Adresse, wo Sie wohnen. Ja, die verrate ich Ihnen, wenn Sie die Musik ausmachen. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch, ja, wie so oft, ein Trading-Betrugs-Callcenter mitgebracht. Tja, besser gesagt eigentlich eher eine halbe Diskothek. Naja, aber über das Thema versuche ich mit ihr noch zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo? Ja. Wunderschönen guten Tag. Herr Ben Hockele hätte ich gerne gesprochen. Ja, wen hätten Sie gerne gesprochen? Herr Ben Hockele. Ach ja, hm, ja, ist dran. Sehr schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Also Herr Hockele, Sie haben sich bei uns angemeldet für eine automatische Trading-Software. Ja. Aha, sagen Sie mir, haben Sie Erfahrung im Bereich Online-Trading? Nö, nö, gar nicht. Mm-mm. Das ist nichts Schlimmes. Bei uns bekommen Sie volle Unterstützung von einem erfahrenen Broker aus unserem Team. Aha. Er wird Ihnen helfen, dass Sie unsere Software einrichten und Sie werden mit ihm einen Finanzplan aufbauen. Ja. Ja, geht ja schon wieder super los. Also erstmal im Hintergrund eine halbe Diskothek. Und ja, die wollen halt von euch, dass ihr denen eine Menge Geld anvertraut, damit man damit Profite machen kann. Naja, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn in eurer Bankfiliale, tja, am besten noch ein bisschen Disco-Beleuchtung, eine fette Soundanlage rumstehen würde und alle eigentlich tanzend, schreiend und mit, ja, jede Menge Party durch den Raum hüpfen und lauter Glöckchen klingeln und die Leute applaudieren und so weiter. Tja, irgendwie begreifen das die Callcenter nicht, aber die versuchen es immer wieder. Dass Sie auch selber verstehen, was wir für Sie machen. Mhm. Also, was ich hier erwarten kann, im Prinzip, in 2-3 Wochen, dass Sie die Summe, die Sie eingesetzt haben, verdoppeln. Ja. Okay. In 2-3 Wochen. Statistik in 2-3 Wochen, genau. Und warum arbeiten Sie da noch? Wir nehmen... Ich persönlich? Ja, weil Sie könnten doch da Ihr Gehalt einmal reinstecken und werden nächsten Monat reich, oder nicht? Ja, eben, ganz genau. Und das ist das, was ich immer nicht verstehe. Ja, die verraten sich ja eigentlich damit schon selbst. Jedes Mal bekommt ihr, oder ganz, ganz oft bekommt ihr dann die Versprechen, dass man seinen Einsatz komplett verdoppeln kann. Und das ist garantiert. Also erstmal auf dem Finanzmarkt, der ist hochspekulativ, garantieren kann man da maximal, dass ihr 100% euer Geld verlieren könnt. Ihr könntet auch gewinnen, aber garantieren kann man einen Gewinn auf dem Finanzmarkt definitiv auf gar keinen Fall. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Pflichthinweis in Deutschland, dass Finanzgeschäfte hochspekulativ an der Börse sind und dass man eben sein Geld verlieren kann. Das muss auf jeder Webseite stehen als Hinweisfenster. Bei den Betrügern steht es teilweise nicht, teilweise steht es mal drauf und naja, meistens kann man es nicht finden. Ja, und die Garantien hier, dass ich, wenn ich meinen Einsatz da reinstecke, auf jeden Fall dann das Doppelte bekomme. Würde ja bedeuten, wenn ich das verdoppelt habe, verdopple ich es ja nächsten Monat wieder. Das, was schon verdoppelt wurde. Und so weiter. Das heißt, ich wäre eigentlich innerhalb von kürzesten Zeiträumen Millionär. Ich muss doch nur meinen aktuellen Kontostand da einmal reinstecken. Und gehen wir mal davon aus, ich bin vorsichtig und stecke da nur einen Tausender rein. Dann habe ich nächsten Monat 2000, nächsten Monat 4 und so weiter. Das heißt, ich wäre eigentlich mir innerhalb von 2-3 Jahren absolut reich. Tja, aber irgendwie kapieren die das nicht und sitzen da selber noch am Telefon. Die könnten doch alle in ihr eigenes System investieren und das war's. Tja, aber wenn man die da mal zur Rede mitstellt, tja, irgendwie haben sie denn immer eine komische Ausrede, warum sie noch arbeiten. So reich bin ich nicht, aber mein Mann ist ein Finanzberater, handelt für uns. Ja, aber braucht er doch dann gar nicht mehr und Sie doch auch nicht. Sie könnten doch da Ihr Geld reinstecken und müssten doch gar nicht mehr arbeiten. Ich arbeite auch gerne, ich möchte den Leuten helfen.
Ja, na und wie viel Geld haben Sie damit jetzt schon erreicht? Wenn Sie sagen, man kann da ja das Geld verdoppeln, dann machen Sie das ja bestimmt schon eine Weile. Wie viel Geld haben Sie denn jetzt? Wir handeln schon mehr als ein Jahr. Na ja, dann sind Sie schon, dann sind Sie ja schon Multimillionäre. Multimillionär bin ich nicht. Nicht? Na, aber wenn ich 250 Euro in 2 Wochen verdoppel und das wiederhole, dann ist man schon Multimillionär. Multimillionär bin ich nicht, habe ich schon gesagt. Ja, warum? Aber finanziell geht mir ziemlich gut. Ja, ist da mit dem System was schiefgelaufen? Das System funktioniert ganz gut. Ach so, ja. Tja, also komisch. Wenn das System gut funktionieren würde, dann wäre sie doch jetzt eigentlich reich. Aber sie erzählt mir gerade, dass sie keine Multimillionärin ist. Das würde aber schnell gehen, wenn man da alle 2 Wochen seine Kohle irgendwie verdoppelt. Na, also, ich meine, das ist doch logisch. Dann habe ich doch ruckzuck, habe ich doch mein Konto voll und kann das Geld eigentlich gar nicht so schnell ausgeben, wie ich es verdient habe. Tja, aber irgendwie muss es ja an irgendwas gelegen haben. Aber so richtig erklären kann sie mir das auch nicht. Sie findet zwar ihr System super toll und damit kann man reich werden, aber... Ja, bei ihr hat es halt nicht geklappt. Und wenn man sie dann fragt, ja, ist das System kaputt? Nee, das System funktioniert gut. Ja, und woran hat es denn jetzt gelegen? Irgendwie sehr spannend, ne? Ja, dann hallo, erzählen Sie mal. Denn wenn Sie sagen, da kann man ganz schnell Millionär mit werden, dann sagen Sie mal, wie geht denn das? Das habe ich ja nicht gesagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Doch, Sie haben gerade gesagt, man kann Millionär das Geld verdoppeln. Genau, aber Millionär über Nacht, dann könnten sie nicht. Nee, aber Sie haben gesagt, in 14 Tagen. Genau, die Summe, die Sie eingesetzt haben, könnten Sie in circa 2 bis 3 Wochen verdoppeln. Das bedeutet, bis Ende des Monats haben Sie schon ein paar Hundert auf Ihrem Handelskonto. Und Ihr Handelskonto ist vollflüssig, Sie können Ihre Gewinne jederzeit auszahlen lassen. Ja, und dann verdoppelt sich das immer. Oh Mann, also nach Ihrer Rechnung wäre man ja wirklich tatsächlich nach kürzester Zeit stinkreich. Also egal, wie viel man da reinsetzt. Selbst wenn ihr bloß mit einem Euro anfangt, dann geht's euch in 2, 3 Jahren wohl richtig gut, wenn man hier alle 14 Tage seine Kohle komplett verdoppeln kann. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also, es fängt ja schon damit an. Mal angenommen, es wäre technisch irgendwie möglich, seine Kohle in 14 Tagen zu verdoppeln. Also ich meine, es gibt Wege, aber gehen wir mal hier von so einem tollen Geldsystem aus, was da an der Börse irgendwie arbeitet. Ja, wenn ich das also verdoppeln kann, ich glaube, dann würde ich meine eigene Kohle damit verdoppeln. Wozu brauche ich dann noch Anleger, die mir ihr Geld zur Verfügung stellen, damit die auch reich werden? Wo ist da jetzt der Sinn an der Sache? Wenn ich mit irgendwas reich werden kann, dann patentiere ich mir die Scheiße, ja, und sehe zu, dass ich mir ein schönes Leben mache und die Füße hochlege, ne? Also, ich meine, könnte ich hier noch mehr YouTube-Videos über sowas machen. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Also wenn man irgendwie ein ultra geiles System hat, dann meldet man das an und benutzt es für sich selbst. Aber man verschenkt es doch nicht. Und selbst wenn der da nur 1% will, ist das immer noch ein bisschen wenig, weil das, was er selbst von seinem eigenen Geld verdoppeln kann, der Inhaber. Also wozu braucht er denn auch Anleger? Es macht alles keinen Sinn. Das Problem ist, am Telefon denkt man in diesem Moment über sowas in der Regel nicht nach. Und selbst wenn nur 5% oder 2% oder 1% der angerufenen Leute über diese Frage nicht nachdenkt. Tja, es gibt immer noch genug Leute, die das da einzahlen. Warum auch immer. Also es kann viele Gründe haben. Aber weiß ich nicht. Die Frage ist schon interessant, ne? Oder wie? Ja. Na sehen Sie. Also, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung. Wie Sie, sagen Sie mir, möchten Sie Ihr Handelskonto bei uns aktivieren mit einem Mindestkapital von 250 Euro? Das wäre mein Vorschlag für Sie. Ja, ja, klar. Dann habe ich ja nächsten Monat schon mindestens 750 auf dem Ding. Okay, wir arbeiten mit Visa und Mastercard-Gesellschaft. Das bedeutet, wir akzeptieren Visa und Mastercard-Kredit und Debitkarten. Visa und Mastercard-Gesellschaft, wer ist denn das? Die kenne ich nicht, die Firma. Haben Sie eine Visa oder Mastercard-Kredit oder Debitkarte? Ja, das habe ich, aber es gibt doch keine Visa und Mastercard-Gesellschaft. Doch, gibt es. Nee, wo gibt's denn die? Was haben Sie, Visa oder Mastercard oder Debitkarte? Ja, ich hatte eine American Express. American Express. Ja, oder eine Discover kann ich anbieten. Oder eine JBC.
Okay. Mit welcher Karte möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? American Express. Okay, dann werde ich Ihnen den Link per E-Mail zukommen lassen. Sie sollten ein kleines Formular ausfüllen und wir aktivieren dann Ihr Handelskonto. Na, sagen Sie mir nicht die Webseite, auf die ich gehen muss? Die Webseite schicke ich Ihnen gleich per E-Mail. Ja, aber warum per E-Mail? Sie können Sie mir doch sagen, wie Sie heißen. Sagertrade heißt unser Unternehmen. Saga oder Sager? Buchstabieren Sie mal. S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. G wie Gustav. Jo. A wie Anton. Ja. Dann kommt ein Trade. Saga und dann Trade, ja. Punkt. I-O. I-O. Genau. Sagatrade.io. So, jetzt habe ich hier so eine Seite mit, so, die nach hier Handeln aussieht, ja. Das ist unsere Webseite. Jo, und was mache ich denn da jetzt? Weil die ist ja nicht auf, die ist ja nicht mal auf Deutsch. Sie können das auf Deutsch ändern. Wo denn? Ich habe eine großbritannische Flagge, stattdessen haben sie eine deutsche. Nö, da ist bloß Espanol und Italien. Und auch Deutsch? Nein. Bei Ihnen nicht? Nö. Okay, dann schicke ich Ihnen einfach den Link per E-Mail und Sie können dann dieses Formular ausfüllen. Auf Englisch denn, oder wie? Auf Deutsch. Aha. Na gut, wenn es Deutsch ist, ja, dann schick mal zu den Krempel. Ganz kleine Sekunde. Ja, ja. Wie lange dauert die Sekunde? Die Sekunde ist rum. Sie werden gleich die E-Mail bekommen. Ja, an welche E-Mail-Adresse denn? Wo schickst du das hin? Die E-Mail-Adresse, die Sie hier geschrieben haben. Ja, und welche ist es? Also, dass man denen auch immer alles aus der Nase ziehen muss. Sie kriegen irgendwie keinen Meter alleine hin. Und alles muss man nochmal doppelt und fünffach und zehnfach irgendwie nachfragen, weil die völlig mit den Fragen überfordert sind, weil sobald mal irgendwas von dem Scheiß-Skript da abweicht, ja, haben wir so gesprengt. Und die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie noch irgendwie machen sollen und wo oben und unten ist. Das ist immer wieder das Gleiche und immer wieder typisch für die Abzocker. Ja, und genau sowas gibt sich als Kundenservice oder Kundenbetreuer oder als Manager oder keine Ahnung, als was die sich da immer jedes Mal ausgeben. Ja, aber Ahnung haben sie dann irgendwie von Tuten und Blasen gar keine. Tja, ist halt wie ein Meter Feldweg, ne? Wie Callcenter Scambaiting immer so zu sagen pflegte. Die E-Mail-Adresse sehe ich leider nicht aus Datenschutzgründen. Ach so, ja, dann kann ich dir auch nicht sagen, ob die ankommt. Dann müssen wir halt warten und gucken, ob die kommt. Ich weiß ja dann auch nicht, in welchem E-Mail-Postfach. Das könnten ja hunderte sein. Dann sagen Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde manuell eingeben. Na, was haben Sie denn da für eine E-Mail? Dann gehe ich in das Postfach, wo ich reingehen soll. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, aus Datenschutzgründen sehe ich Ihre E-Mail-Adresse nicht. Ja, dann hebe ich den Datenschutz hiermit auf. Geben Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse, ich werde das manuell eingeben. Ja, dann nehmen Sie den Vornamen.Nachnamen at mdccfun.de. Bitte nochmal die ganze E-Mail-Adresse buchstabieren. Ja, den Vornamen.Nachnamen und dann at mdccfun.de. Bernd.Hockele und dann? Ja, at mdccfun.de. mdccfun.de fun.de Jo. Ganz kleine Runde. Ha. Ich warte. Was machen Sie beruflich übrigens, Herr Hockele? Was ich beruflich mache? Genau. Ja, ich arbeite im Theater. Sehr schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 29 und Sie? Ich bin 33 Jahre alt. Oh. Ab 30 geht's bergab. Ja? Ja. Sagen Sie mir, haben Sie jetzt in Ihrem Posteingang eine E-Mail bekommen? Nein.
Checken Sie auch Ihr Spam-Ordner, vielleicht ist die E-Mail in Spam-Ordner gelandet. Da kann ich mal reingucken, Moment. Mhm. Das dauert ein kleines bisschen, weil das lädt hier. Ui, da ist aber viel drin. Von wem kam die E-Mail? Von einer Frau Lena Kurz. Ja, ja, da habe ich ja Kontoaktivierung, ja? Genau. Das ist aber ein komischer Link da drin. Könnten Sie den Link öffnen? Weiß ich noch nicht, ob ich da drauf drücken will, weil der ist ja so wirklich so ganz komisch. Warten Sie mal, ich muss den mal kopieren und dann mache ich mal den in den Tor-Browser. Weil das ist ja ein komischer Link. Das ist aber nicht eure Webseite. Das ist nicht unsere Webseite, das ist ein 3D-Sicherheitslink. Ein 3D-Sicherheitslink. Das ist ja eine spannende Geschichte. Also so ein Blödsinn habe ich wirklich noch nie gehört. Es gibt zwar 3D-Secure für euer normales Bankgeschäft. Heißt, man kriegt noch irgendwie eine TAN zugeschickt, entweder per SMS, was aber auch gerade wieder abgeschafft wird, eher dann in der Bank-App, dass man da dann nochmal bestätigen muss, dass man ja die Person ist, die da gerade Geld mit ausgeben möchte. Einen 3D-Sicherheitslink. Also das ist komplett erfunden und ausgedacht und sowas gibt es einfach nicht. Das soll hier einfach nur wieder irgendwie Sicherheit suggerieren, aber letztendlich ist nichts anderes der Fall, als dass eure Kohle weg ist, wenn ihr da euer Geld einzahlt. Mal davon abgesehen, dass der Link nichts mit Sicherheit zu tun hat. Und naja, aber man kann es ja mal so probieren, ne? Irgendwer wird schon drauf reinfallen. Ein 3D-Sicherheitslink, das ist ja ein abgefahrenes Wort. Was ist denn das her? Wer hat denn dir das beigebracht? Sie brauchen jede Transaktion zu bestätigen über 3D-Sicherheitssystem. Ja, hier steht ja sogar drin, Secure Pay Payment 3D.com. Soll ich den ganzen Link vorlesen? Sie sollten den Link einfach öffnen. Ja, da passiert nichts, wenn ich den öffne. Sie meinen, Sie passiert nichts. Passiert nichts. Ah, jetzt macht er was. Hat gedauert. Moment. Jetzt bammelt es hier rum. Moment. So, jetzt habe ich your session has team out, please open this page again. Ich dachte, das gibt's hier auf Deutsch. Ah, warten Sie, da ist ein Knopf, da kann ich auf Deutsch. Steht trotzdem der gleiche Krempel auf Englisch. Your session has time out, please open this page again. Geht nicht der Link. Warten wir einen Augenblick. Ist kaputt. Ja, das hat wohl nicht lange gedauert, bis wir sie vollkommen überfordert haben. Ja, sie hat sich es ja hier nicht erstmal angehört, aber tja, ich glaube, sie weiß kein Stück von dem, was ich ihr gerade erzählt habe. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde den Link nochmal senden, warten wir einen Augenblick. Und man kann das nicht auf Deutsch stellen. Ich dachte, das kriegen wir hier auf Deutsch jetzt, den Krempel. Geht nicht. Haben Sie vielleicht Online-Banking? Wir können das so bei Online-Banking machen. Nein, sowas habe ich nicht. Dann sende ich den Link auf Deutsch. Was? Nein, ich hätte jetzt gerne das hier auf Deutsch. Da, wo ich jetzt auf diese komische Secure-Payment-Blabla-Webseite hier das einzahlen soll. Oder so tue. Wir können ja anders Konto aus von unserer Seite aus aktivieren. In diesem Fall benötige ich nur Ihre Daten. Jo, machen wir so. Okay? Jo. Okay, sagen Sie mir das, wie lautet die lange sechsstellige Nummer von Ihrer Kreditkarte? Warten Sie, dann muss ich mal gucken, weil dann die habe ich ja jetzt hier nicht bei mir, da muss ich im Portemonnaie gucken. Okay. Warten Sie. Ich gehe das Portemonnaie suchen und dann gucken wir da mal. Warten Sie. Super. Ich habe das Portemonnaie gleich, ich bin gleich im Flur, nicht auflegen. So, da haben wir das Portemonnaie. So, dann öffne ich jetzt das Portemonnaie und schau da einmal rein. So, was haben wir denn da alles? So, hier haben wir die Gutscheinkarte vom Popo Club. Dann haben wir hier noch einen Kinogutschein. Ah ja, hier, die Amrecken Express, die wollten Sie ja haben, ne? Okay. Jo, da ist denn die 16-stellige Nummer, die 34, 36... 011. Bitte einmal langsam Zahl für Zahl. Jede Zahl möchten Sie einzeln.
Moment, dann schaue ich nochmal. Dann ist das die 3. Ja. Dann eine 4. Okay. Und dann kommt nochmal eine 3. Ja. Und dann kommt noch eine 6. Okay. Und dann kommt eine 0. Weiter. Eine 1. Ja. Dann haben wir noch eine 1. Weiter bitte. Und dann hätten wir eine 8. Und weiter. Eine 7. Ja. Dann kommt eine 3. Okay. Und dann eine 8. Okay. Und dann noch eine 3. Okay. Eine 8. Okay. Und noch eine 3. Nach dem 3 kommt 4. Hä? Wir sind doch noch gar nicht fertig. 3, 8 und weiter? Ach so, nach der 3 und der 8 kommt dann eine 5. Okay. Und dann haben wir noch eine 7. Und dann wären wir fertig mit der langen 13-stelligen Nummer. Nee, 16 oder 8, ist ja auch egal. Oh Mann, also ich find's immer wieder erstaunlich, wie man es schafft bei ja, so einem langsamen Zahlen durchgeben. Da tatsächlich noch einen Fehler mit reinzuklatschen. Also, weiß ich nicht. Irgendwas funktioniert da mit der Sender-Empfänger-Sache nicht so ganz. Vielleicht aber sollten sie auch einfach mal die Scheißmusik da im Hintergrund ausmachen. Dann könnte man vielleicht den Kunden, der in einer anderen Sprache spricht als ich selbst normalerweise, vielleicht auch ein kleines bisschen besser verstehen. 16-stellige Nummer, aber nochmal von vorne. 3, 4, 3, 6, 0. Ja. 1, 1. Ja. 8, 7, 3, 8, 3, 8, 5 und noch 2 Zahlen. Nee, da kommt dann nur noch die 7 nach der 5. Tja, also ich weiß nicht, was man jetzt noch von ihr halten soll. Also ich meine, langsamer hätte ich ja die Nummer nun wirklich nicht eingangs sagen können. Sie wiederholt die ganze Nummer nochmal und hat da tatsächlich Fehler drin. Ich verstehe nicht, wie man das falsch machen könnte. Also das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich weiß nicht, was die macht den ganzen Tag. Also die müsste sich doch eigentlich, wenn man sowas jeden Tag durchzieht, Leute zu bescheißen am Telefon, dann müsste man doch wenigstens bei der Kontonummer irgendwie aufmerksam sein. Weil jetzt geht's ja um das, was sie eigentlich haben wollen. Und das kriegen die nicht gebacken, die kriegen es nicht geschissen, die Nummer, die jetzt wirklich das Wichtigste an diesem ganzen Gespräch eigentlich irgendwie darstellt, dass die das irgendwie im Ansatz auch nur richtig machen. Tja, sehr interessant. Das ist nicht denn 16-stellige Zahl. Also ich habe das jetzt langsam genug gemacht. Jetzt müsste die Nummer aber passen. Soll ich das jetzt nochmal machen? Wiederholen Sie bitte nochmal die ganze Nummer. Aber dann ein bisschen schneller, ja? Ja? Ja. Dann ist es die 343-6011-87-38-38-57. Haben wir es jetzt? Okay. Jo. Wie lautet das Verlaufsdatum? Das Verfallsdatum, meinen Sie? Genau. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da sind wir hier bei Januar, Februar, März, April, bei April 24. Ja, das ist tatsächlich auch nochmal so eine Sache, auf die ich hier noch gar nicht so in den Videos eingegangen bin, aber ja, eigentlich ist es einleuchtend, aber ich wiederhole oder ich sag's jetzt trotzdem mal, gebt eure Kontodaten, also beziehungsweise die Kreditkartendaten auf gar keinen Fall am Telefon an. Ich meine, dafür gibt's Systeme, wo man die eingeben kann. Ja, aber buchstabiert niemals eure Kreditkartendaten, schon gar nicht mit CVV, weil letztendlich haben die denn die CVV, also die Geheimnummer. Natürlich gibt es jetzt das mit diesem TAN-Verfahren, wo man das auf dem Handy bekommt, aber wir sind in Deutschland ja irgendwie technisches Klopfland, wo ja nicht so richtig durchdacht ist. Also ich besitze tatsächlich noch eine Kreditkarte, wo man diese olle Nummer nicht braucht. Also die Nummer schon, aber nicht die App dazu. Weil man kann einfach abbuchen. Also es funktioniert. Und bis zu gewissen Beträgen funktioniert es auch so.
Also selbst wenn man jetzt diese Bestätigung braucht, wegen ein paar Euro, fragt euch PayPal oder eben auch ein Kreditunternehmen nicht, ob das so in Ordnung ist, das geht durch. Erst bei größeren Summen muss man dieses 3D-Secure-Bla-Verfahren auch bestätigen. Ja, und naja, ich meine, wenn man euch dann Fofi abbucht, selbst wenn es nur ein Fofi ist, Geld ist Geld. Und wenn es fehlt, dann fehlt es, dann ist es weg. Dafür habt ihr mal irgendwann gearbeitet. Ja, oder auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die es hinterhergeworfen bekommen. Aber letztendlich ist es euer Geld, ne? Und es steht euch zu. Und es steht niemandem zu, einfach Geld von eurem Konto abzubuchen. Aber genau das wird hier passieren. Okay, und sagen Sie mir bitte noch die dreistellige Nummer von der Rückseite der Kreditkarte. Nochmal bitte. 184. 4. 184. 184. Jo. Ganz kleine Sekunde, ich werde mit der Finanzabteilung. Mit der Finanzabteilung? Mit der Finanzabteilung, wo berufe ich noch, welche Daten benötigen wir noch? Noch mehr Daten. Was brauchen Sie denn noch? Ich brauche noch Ihren Namen auf der Kreditkarte und Ihre Adresse, glaube ich. Aber das möchte ich gleich überprüfen. Ja, dann überprüfen wir das gleich. Also sie glaubt, dass sie da noch ein paar Daten braucht. Sicher ist sie sich aber nicht. Aber sie ruft aus dem Kundenservice an und möchte mir helfen. Aber irgendwie hat sie von nichts eine Ahnung. Fragen beantworten kann sie nicht und selbst irgendwie Zahlen abtippen kriegt sie nicht hin. Und sowas bescheißt euch da am Telefon. Es ist dramatisch, ja. Ich weiß es nicht, wie die das schaffen, aber es gibt auch ein paar intelligentere Leute als die Murmel hier am Telefon. Ja, also es gibt schon welche, die ja seriöser klingen, wie zum Beispiel unser Märchenerzähler hier, den wir hier schon mal auf dem Kanal hatten, mit dieser komischen englisch-niederländischen, dänischen Akzentstimme. Ich weiß es nicht, können wir uns drum streiten oder wir lassen es einfach. Auf jeden Fall gibt es schon Leute, denen man irgendwie mehr vertraut als diesem Objekt hier. Naja, aber weiß ich nicht, es ist schon schlimm genug, dass die überhaupt anrufen, aber wenn die dann so anrufen, ich meine, als ich hier mit dem Kanal angefangen habe, habe ich schon irgendwie gedacht, dass man mehr mit denen diskutieren kann. Aber irgendwie kriegen die halt wirklich gar nichts hin, sobald man irgendwas fragt. Da, ja, deswegen kann ich euch halt auch leider nicht so wirklich viel mehr bieten. Denn sobald man auch irgendwie eine Frage zu viel stellt, legen die ja einfach gleich auf. Dann macht's ja auch keinen Spaß mehr, ne? Aber jetzt nicht wieder stumm machen. Das ist blöd. Bleib mal dran am Telefon. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Alte Lady? Hallo? 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 Herr Rockele? Ja? Sagen Sie mich, Herr Rockele, wann sind Sie geboren? Wann ich geboren bin? Genau. Am 17.07.92 war das, genau. Liegt schon eine Weile zurück. Bei Ihnen ist da so ein ganz komisches Geräusch im Hintergrund. Wir haben Musik im Hintergrund. Achso, dann machen Sie das mal aus. Das kann ich leider nicht. Natürlich können Sie das ausmachen. Aufstehen und den Knopf drücken. Ich danke. Noch Ihre Adresse, wo Sie wohnen. Ja, die verrate ich Ihnen, Adresse. Wenn Sie die Musik ausmachen. Weil ich höre Sie kaum noch. Das kann ich leider nicht machen. Ich höre Sie kaum noch. Hallo? Die Musik ist so laut. Sagen Sie mal bitte Ihre Adresse. Scheißbetrüger. Hallo? Jo. Sagen Sie mir Ihre Adresse. Ja, wenn Sie die Musik ausmachen. Also ich gebe euch Brief und Siegel, die hat nicht verstanden, was ich da zum Schluss gesagt habe. Das musste ihr garantiert wieder irgendjemand übersetzen. Deswegen hat sie da noch eine Weile nichts gesagt und gewartet und erst dann aufgelegt. Weil sicherlich irgendjemand das übersetzen musste, was ich da gesagt habe. Aber das war ja wieder das beste Beispiel. Ne? Musik kann man im Hintergrund nicht ausmachen. Die ist viel wichtiger als das Geschäft. Naja, aber auf jeden Fall ganz gut für die Leute, denen Musik am Telefon stört. Haben wir zumindest schon mal ein paar Prozent der deutschen Bürger, die nicht beschissen werden können, weil sie alleine schon wegen der Musik irgendwie von denen angewidert sind. Mal davon abgesehen, wie toll die Deutsch sprechen. Da hat man ja eigentlich auch schon gar keine Lust mehr, mit denen großartig noch zu erzählen, weil verstehen tut man die sowieso kaum.
Und das ist hier das Furchtbare an diesem Kanal. Mittlerweile verstehe ich das ganze Kakerlakendeutsch echt auswendig, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss, was sie mir eigentlich gerade am Telefon erzählt haben. Ja, man lernt halt irgendwie alles, ne? Man passt sich ja so an als Mensch. Naja gut, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, ein Abo ist ganz klar und die Glocke sowieso. Und jetzt seht ihr hier noch die Videos von allen anderen Scams, die hier so auf dem Kanal passiert sind. Ja, wünsche ich euch viel Spaß mit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.